Seit rund 40 Jahren ist Jürgen Drösel bereits im Baugewerbe tätig. Mit dem neuen Isarpark zwischen der Rosenheimer Leitzach und der Isarstraße entstand jetzt eine großzügige und topmoderne Wohnanlage, durch die uns der Bauträger selbst begleitet. Also wir haben hier ein Grundstück mit ungefähr knappe 6000 Quadratmeter. Gebaut sind 66 Einheiten, Einzimmer-, Zweizimmer- und Dreizimmerwohnungen, Tiefgarage mit 66 Plätzen, 35 Stellplätze im Freien für Besucher. Gesamtwohnfläche ist ca. 4000 Quadratmeter. Bauzeit war ca. 1,5 Jahre. Es sind 80% Selbstbezieher in der Anlage. Nicht so wie verpönt war sozialer Brennpunkt. Entgegen den Befürchtungen der Rosenheimer Gremien entstand mit dem Isarpark eine helle Wohnanlage, die nicht nur in puncto Ausstattung glänzen kann. Wir haben alles Fußbodenheizung, wir haben die Bäder auch Fußbodenheizung, zum ungefähr 30% ist behinderten- oder rollstuhlgerecht in den Bädern, auch in den Wohnungen. Das heißt Türbreiten verändert, bodengleiche Duschen, nahe Armaturen, auch für Behinderte, dass sie gut dazukommen. Wir haben Schallschutzfenster eingebaut, es ist leise, auch nachts, auch wenn man so einmal die Lüftung aufmacht, man hört nichts, auch nicht von der Bahn. So wie es geplant und versprochen wurde, so wird es auch ausgeführt, so das Motto von Jürgen Drösel. Und das zusammen mit Firmen aus der Region. Treppenhäuser haben wir gemacht, exklusiv mit brasilianischem Schiefer in Schwarz, sehr schön, sehr exklusiv, pflegeleicht, haltbar, drei Leben lang. Wir haben hauptsächlich mit heimischen Firmen, die Firma Hans Holzen hat in Rubau gemacht. Die Zimmerarbeiten haben auch eine heimische Firma gemacht aus Feilenbach. Also wenn jemand Interesse hat, kann er sich an uns wenden, die Drösel Wohnbau, Oberaustraße 34 in Rosenheim oder Telefon 304 190 oder die VR-Bank Rosenheim. Jederzeit für Besichtigung sind wir offen, haben Zeit. Wir beraten Sie gerne.